Neandertaler waren grobschlächtig und haben sich hauptsächlich von Fleisch ernährt. Wir mussten schon so manche Fehldeutung bezüglich des Neandertalers eingestehen, sein Aussehen, sein Verhalten. Jetzt steht seine Ernährung auf dem Prüfstein. Wir assoziieren den Neandertaler mit der eiszeitlichen Steppe und der Jagd auf Großsäuger wie Mammut und Wollnashorn. Deshalb so die vermeintliche Logik, muss er auch hauptsächlich Fleisch gegessen haben. Nun haben Archäologen in der berühmten Shanidar-Höhle im Irak Hinweise auf eine sehr viel ausgewogenere Ernährung gefunden. In einer Feuerstelle von vor 70.000 Jahren fanden sich Reste von Nüssen, Gräsern, Wildkräutern, Hülsenfrüchten und Senf. Das berichtet das Magazin AID Online, Link in der Beschreibung. Das ist der erste Hinweis auf eine deutlich vielseitigere Ernährung als bisher angenommen. Und vielleicht lässt sich daraus auch ableiten, dass der Neandertaler womöglich anpassungsfähiger war, als wir glauben. Die Shanidar-Höhle liegt im Norden des Irak im Zagros-Gebirge. Hier wird seit 1953 hauptsächlich nach Hinterlassenschaften von Neandertalern gegraben.